Schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Union bringt ja immer wieder Anträge ein mit wohlklingenden Überschriften, die eigentlich gar nicht zum Inhalt des Antrags passen. Diesmal mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien. Freiheit für Beschäftigte und Familien, das klingt wirklich super. Endlich Freiheit, das eigene Leben zu planen, weil man sich nicht mehr von Vertrag zu Vertrag hangeln muss. Endlich ein Mindestlohn, der zum Leben reicht. Mehr Kita-Plätze und damit mehr Freiheit für berufstätige Eltern. Aber das steht alles gar nicht in Ihrem Antrag. Die Union will nämlich ran ans Arbeitszeitgesetz und an den 8-Stunden-Tag, um mehr Flexibilität am Arbeitsplatz zu schaffen. Für die Chefetagen der Unternehmen durchaus komfortabel, dann können sie die Leute noch flexibler einsetzen und auspressen, aber eben nicht für die Beschäftigten. Dem Arbeitszeitgesetz fehlt es nicht an Flexibilität, es fehlt an Stabilität und Planbarkeit. Menschen brauchen verlässliche Arbeitszeiten, gerade berufstätige Eltern. Denn so ein Dreijähriger ist ziemlich unflexibel. Und die Abholzeiten seiner Kita in der Regel auch. Es gibt jetzt schon große Flexibilität im Arbeitszeitgesetz. Anstatt auch noch die 10. oder gar 12. Stunde am Tag zu arbeiten, sind Entlastung, mehr Schutz vor Ausbeutung und die Einhaltung von Ruhezeiten notwendig. Denn durch die Entgrenzung von Arbeit, durch dauernde Erreichbarkeit und Überstunden sind viele Beschäftigte überlastet und erschöpft. Und das sehen wir durch die Ausfalltage aufgrund von psychischen Erkrankungen, die auf einem Rekordhoch sind. Was die Union vorschlägt, ist nicht mehr Freiheit. Es ist ein Anschlag auf die Freiheit. Und sparen Sie sich die Dreistigkeit zu behaupten, dass eine Ausweitung der täglichen Arbeitszeit im Interesse der Beschäftigten liegt, die auch unbedingt länger in die Abendstunden arbeiten wollen. Die Flexibilität, die sich Beschäftigte wünschen, bedeutet etwas vollkommen anderes, nämlich Selbstbestimmung über die eigene Zeit und die Möglichkeit, Arbeitszeit bei Bedarf flexibel verkürzen zu können. Die 4-Tage-Woche. Die Menschen streiken doch gerade für Arbeitszeitverkürzung, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu bewerkstelligen ist. Der 8-Stunden-Tag ist eine der großen gewerkschaftlichen Errungenschaften. Frau Kollegin Wissler, meine letzte Ermahnung. Kommen Sie zum Schluss. Entschuldigen Sie, Flexibilisierung der Arbeit, Redezeit, der wäre mir jetzt entgegengekommen. Ich sage Hände weg vom 8-Stunden-Tag. Vielen Dank.